So, hinweisen möchte ich noch eindeutig. Es war immer so, auch schon der Herr Kopsch, der ja wohl ungefähr 20 Mal wegen den Gasdurchlauferhitzer in unsere Wohnung kam, war, der hier Gastherme heißt. Man geht rein in unsere Wohnung, was wir auch am 2.4. erlebten. Und glücklicherweise war die Polizei dabei und man geht einfach nicht raus aus der Wohnung und wartet ab, ob man nicht doch irgendwie an uns rankommt. Man versucht mich dann eben draußen zu locken, wie mit Herrn Dr. Sinili. Der Moment gerade seine letzten Tage praktizierend. Und das sollte von Ihnen jeden nachdenklich machen. Passiert sowas, gehen wir raus. Aber ich möchte sowas nicht erleben, weil das würde ich keinem raten. Da wollen wir auch Polizei und Staatsanwaltschaft nochmal darauf hinweisen, wie sie es machen wollen. Es lief bei uns nichts weiter durch nach unten. Da sind wir uns ganz, ganz sicher, das sollte die Polizei auch gesehen haben, wo es durchlief. Und auch vorher hatten wir diese eine Mülltüte unter, damit die Kacheln selbst ja nicht, aber damit die, komme ich nicht drauf, also die Verspachtelung zwischen den Kacheln, sag ich mal, die Verblendung oder wie man das nennt, komme ich jetzt nicht drauf, damit das nicht durchfeuchtet. Ja, das macht uns sehr nachdenklich, dass man das eiskalt weitermacht. Das machte uns auch eiskalt nachdenklich, was wir erlebt haben mit der Borte, die umgefallen ist. Aber das ist ein nächstes Thema. Aber auch mit diesem Mann, den ich dann einfach Saftnase taufte, damit man ihn auch erkennt. Damit man ihn dann auch auf sein Merkmal gleich darauf eingehen kann. Ich kann nicht sagen, ob er heroinsüchtig ist. Ich habe ihn natürlich immer benebelt gesehen und wenn er dicht dran war, war es nur im Dunkeln. Ich sag nochmal, ne, dass er um eins letztes Jahr, also nachts um eins letztes Jahr gefragt hat, ob wir noch nicht an die Mann nach Hause gehen wollen. Ja. Genauso. Richtig geduzt und dumm angequatscht. Also das ist Wahnsinn. Und natürlich hat er einige andere Sachen gesagt, die ich noch nicht sagen möchte. Die wissen wir natürlich, das weiß er nicht. Also so weit reicht es nicht. Also ich würde sagen, zweite Klasse geschafft, zweite Klasse mit Erfolg abgeschlossen. Also sowas, was wir da erleben mussten. Aber naja, Frankfurter Behörden machen die Alten stark. Genau.